Hallo Leute, recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge der zweiten Folge Monster Hunter World. Und wir sollen uns zur Wildexpertin begeben. Da schauen wir doch gleich mal hin, würde ich sagen. Schauen wir, was es denn zu erzählen hat. Ich denke mal, es wird eine Art Tutorial oder sowas sein jetzt. Das habe ich im Zelt gefunden. Da ist eine Karte drin. Nun, zumindest ein Teil einer Karte. Okay, wir haben eine Karte bekommen. Schauen wir doch mal. Sieht aus, als seien wir ungefähr hier. Die Einsatzbasis der Forschungskommission ist hier. Dort sollte unser Schiff eigentlich anlegen. Ich denke, es ist am besten, wenn wir fürs Erste zur Basis gehen. Die Karte sollte uns helfen, unseren Weg zu finden. Okay, dann würde ich mal sagen, gehen wir doch mal zur Forschungskommission, wenn wir dann dorthin kommen, ohne gefressen zu werden. Aber ich schaue mir hier trotzdem noch ein bisschen um. Ich kann mir hier gleich ein bisschen was snacken, müssen was mitnehmen. Oh, schaut schon cool aus. Uralter Wald. Schau mal, das Hauptquartier der Forschungskommission. Los, auf geht's. Okay, tun uns die was? Ich glaube nicht, oder? Um zum Hauptquartier zu gelangen, müssen wir laut Karte. Na, denk mal hier irgendwo durch oder da oben lang. Okay, ich würde sagen. Die Abdonuts scheinen genauso gutmütig wie die bei uns zu Hause zu sein. Eigentlich müssten wir hier oben lang, oder? Wir gehen mal hier oben entlang. Wir müssen wohl einen Weg Ja, mach ich finden. doch schon. Vielleicht können wir hier durch. Da gibt es etwas. Ich habe den Spähkäfern vorhin beigebracht, wie ich rieche. Wenn du mich aus den Augen verlierst, folge einfach den Spähkäfern, dann Ja, findest du komm mich. erstmal mit. Okay, können wir uns durchrangeln? Durch diese Ranken können wir uns einen Weg bahnen. Oh mein Gott. Was ist das? Ich habe doch keine Waffen, gar nichts. Wie Jurassic Park hier. Provoziere keinen Kampf, wenn du keine Waffe hast. Ja. Wir müssen uns verstecken. Komm, hier lang. Bist du Mensch? Wieder hochgerannt. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Halte nach Gebüschen Ausschau, in denen du dich verstecken kannst. Okay. Okay, jetzt hauen sie wieder ab anscheinend. Hui, wie schaut es auf der Karte aus? Wo sind wir? Okay, wir müssen aber eigentlich hier runter, oder? Okay, die Luft ist Okay. da. Brechen wir auf, solange wir können. Aha. Okay, ich muss nur einer die Animation anscheinend machen. Nichts kann uns aufhalten. Jetzt will ich doch mal schnell. Die Optionen. Kameraanzeige. Jetzt will ich mal schauen, ob das dann besser aussieht. Warte, hier ist etwas. Eigentlich genauso, oder? Also ich sehe zumindest keinen Unterschied. Na, runter.
Okay, was ist für eine Leuchtspur hier? Warte, hier ist etwas. Was ist das für eine Spur? Alte Fußspuren? Da drüben geht's weiter. Schauen wir uns das mal an. Oh, ich geh jetzt hier baden, ey. Geil. Okay. Haben wir anscheinend schon den ersten richtigen Hunter gesehen. Bewegung. Mach doch schon, Mensch. Wow. T-Rex oder was? Lass mich los in Ruhe mit dem Schwanz da. Uäh. Marine-Mage! Spring! Ob das Holztor den aufhält, wage ich zu bezweifeln. Hey! Alles in Ordnung? Auf geht's! Ja, gut. Na, was ist jetzt los? Geht der Ladebalken wieder zurück, statt vor. Was ist da los? Jetzt aber. Wow. Beeindruckend, nicht? Seht euch nur dieses Tor an. Als ob die Natur wollte, dass wir Astera genau hier... Astera? Astera. Gefällt mir. I like it. Der Rest der Fünften ist schon da. Ihr seid als Letzte eingetroffen. Wow. Ein Hunterlager sozusagen. Hey, ihr habt es geschafft. Bin gleich zurück. Ihr seid am Leben. War hart, was? Als wir euch zwei nicht finden konnten, haben wir Angst bekommen. Habt uns Sorgen gemacht. Wir wollten schon nach euch suchen gehen. Aber Ende gut, alles gut. Hey, könnt ihr uns helfen? Entschuldige. Wir sehen uns später. Riesenschwert hat der Wahnsinn. Ein treffender Name, wenn ich das sagen darf. Sieh nur all die Leute und das Zeug. Unglaublich. Unsere Basis sozusagen. Ja, wir haben alles vor Ort. Wir haben Jäger, die erkunden, Gelehrte, die forschen, Techniker, die alles am Laufen halten. Das hier ist das schlagende Herz der Kommission. Wartet mal kurz. Kommandant, ich habe sie gefunden. Willkommen in Astera. Willkommen in Astera.
Schön, dass ihr da seid. Irgendwie wusste ich, dass ihr es schaffen würdet. Wenn man so lange das Kommando hatte wie ich, weiß man, wer etwas kann und wer nicht. Ich würde euch natürlich gerne alles erklären, allerdings will hier wirklich jeder was von mir. Um die wichtigen Dinge kümmern wir uns in der Ratssitzung, die ich abhalte, wenn sich alles beruhigt hat. Ich erwarte natürlich, dass ihr zwei auch da seid. Die Gilde hat euch beide in den höchsten Tönen gelobt. Kaum vorstellbar, was wir wohl als Team leisten könnt. Ach ja, dein pelziger Freund hat nach dir gesucht. Das arme Ding wurde vor kurzem hier angespült. Ah, die haben wir ja auf dem Schiff verloren, das gestrandet ist. Also schau dich in Astera um. Ein Horn gibt Bescheid, wenn es Zeit für die Ratssitzung ist. Nun, dann mal los. Ja, ich denke mal, dass wir erst... Okay, ich werde euch alles zeigen. Suchen wir erstmal deinen Palico. Unsere Miets! Mit TZ, wohlgemerkt. Weil nämlich andere schon gesehen hatte... Die ist natürlich nur mit Z schreiben, ist klar, aber ich wollte heute abheben. Nicht, dass ich mal in die Gruppe komme. Ich weiß ja nicht, was alles angezeigt wird. Dass da gleiche Namen drin sind oder sowas. So, wir müssen dorthin, wo der rote Punkt pulsiert. Das schaut schon cool aus, auf jeden Fall. Und ich wollte mal schnell in die Einstellungen schauen. Custom für Wunschliste, Optionen. Kameraanzeige Audio. Okay, ich glaube, Leute, ich werde den Sound ein bisschen lauter machen, weil ich glaube, das ist ein bisschen leise. So, ich habe es ein bisschen hochgedreht. Ich hoffe, man hört die Hintergrundmusik recht gut. Sagt mir aber Bescheid, wenn der Sound zu leise oder zu laut sein sollte. Dann kann ich da noch ein bisschen rumspielen dran. Automatisch speichern, genau. So, okay. Wir sollten zu ihm hier hoch. Ach, und die gelben Symbole auf der Karte sind wahrscheinlich irgendwelche Händler oder sowas. Hier drüben. Die Schmiede ist da oben. Warum ist nicht alles vertont? Du gehörst zur fünften Flotte der Kommission, nicht wahr? Der alte Mann, der das Sagen hat, mein Großvater, war bei der ersten. Aber das war vor langer Zeit. Aber es muss ja auch nicht alles vertont sein. Ich gehöre zu keiner Flotte. Ich bin hier geboren und aufgewachsen. Ich war noch nie in der alten Welt. Ich muss sagen, es läuft eigentlich relativ flüssig. Das ist unsere Schmiede. Hier kannst du Waffen und Ausrüstung herstellen. Du wirst auch sein. Wow, schau dir das an. Möchtest du dich umsehen? Das finde ich halt geil, wenn du selber craften kannst. Wenn du selber dein Zeug zusammenbauen kannst und nicht einfach nur noch 15 einkaufen gehst. Und ich hoffe mal, dass man da individuell craften kann. Ich finde es eigentlich schon cool, wenn so jeder sein eigenes Zeug so ein bisschen macht. Wollen wir da mal reingehen? Meister der zweiten Flotte. Ah, die glanzvolle Fünfte ist eingetroffen. Willkommen. Ich habe gehört, es war schwierig. Was? Wo ist deine Ausrüstung? Du brauchst Ausrüstung, zumindest eine Waffe. Dann reden wir weiter. Okay. Ich brauche also erst Ausrüstung. Ich denke mir, es wird dann alles noch genau erklärt. Ich will trotzdem noch ein bisschen rumrennen. Ja, ich muss mich ein bisschen umgucken. Kann man hier runterspringen? Kann man überhaupt springen hier? Nee. Ja, ich komme schon. Also Charaktere sind wirklich cool gemacht. Das gefällt mir ganz gut. Sehr, sehr geil gemacht. So, dann schauen wir doch mal. Folge dem Anführer des Feldteams.
Das hier ist unsere Kantine. Hey, da drüben! Ah, Miet! Miet! Komm hier! Hey, du! Miet! Oh. Wo ist meine Miet überhaupt? Meine Miet liegt auf der Couch gerade. Gut. Sie berufen den Rat ein. Kommt. Ja. Da ihr jetzt alle hier seid, lasst uns mit der Ratssitzung beginnen. Nachdem sie einen Drachenältesten verfolgt hat, der das Meer überquerte, hat die fünfte Flotte endlich Astera erreicht. Heißt sie herzlich willkommen. Diese feine Truppe wird dabei helfen, endlich die langen Mühen der Forschungskommission zu belohnen. Möchtet ihr ein paar Worte sagen? Nö. Danke, Sir. Wir sind bereit, die Ärmel hochzukrempeln und loszulegen. Das hier ist das Kernteam der Kommission. Ihr solltet euch miteinander bekannt machen. Ich freue mich darauf. Kommen wir zur Sache. Das neueste Monster der ältesten Wanderung ist der Zora Magdaros. Ein riesiges Monster mit einem Vulkan auf dem Rücken. War das gerade das Monster, auf dem wir waren? Die Forschungskommission wurde beauftragt, herauszufinden, warum die Drachenältesten in die neue Welt ziehen. Okay. Die Drachenältesten leben seit dem Anbeginn der Zeit in unserer Nähe. Sie verändern das Ökosystem, formen das Land neu und erzeugen eine Katastrophe nach der anderen. Etwa alle 10 Jahre strömen sie auf diesen Kontinent. Doch aus welchem Grund? Mit Hilfe der fünften werden wir die fehlende Verbindung. Paarungszeit. Hört, hört. Jetzt wird's interessant. Jäger, ich möchte, dass ihr euch vorerst um unser Jagras-Problem und den Schutz des Hauptquartiers kümmert. Okay. Untersucht deshalb zuerst das Gebiet der Jagras. Findet heraus, wie sie ticken. Danach sehen wir weiter. Sind schon dabei. Okay. Alle anderen wissen, was sie zu tun haben. Sorgt dafür, dass diese Jäger alles Notwendige bekommen. Endlich mal ein Wort. An die fünfte. Macht euch mit unserer Arbeitsweise vertraut. Hier sind gute Lehrer. Fragt einfach nach. Ihr habt ihn gehört. Haltet euch an mich, dann gibt es keine Probleme. Ich weiß, ihr werdet die Erwartungen erfüllen. Ihr seid der frische Wind, auf den wir gewartet haben. Okay, wegtreten. Alles klar. Du bist noch keinen ganzen Tag hier und hast schon deinen ersten Auftrag. Du bist wirklich bereit, dir die Hände schmutzig zu machen. Nehmen wir dieses Jagra-Problem mal genauer unter die Lupe, aber dafür brauchst du zuerst eine Waffe. Hier drüben. In deinem Raum gibt es eine Truhe voller Ausrüstung. Komm, ich zeig dir den Weg. In meinem Raum habe ich ein kleines Häuschen, oder was? Kommandante. Okay, ich lebe in einem Schiffswrack. Machen wir. Dein Raum. Okay, rüste deine Waffe aus der Objekttruhe aus. Okay, wo ist die Truhe? Da ist Mietz! Mietzi! Ausrüstung in diese Ausrüstungstruhe gepackt. Wähle eine Waffe aus, die dir gefällt. Okay, Objekttruhe. Ah, Objekt verwalten, Herstellungsliste, Objekte kaufen, Ausrüstung ändern, Ausrüstung verkaufen, Aussehen verändern. Okay, Ausrüstung ändern. Die verschiedenen Waffen spielen sich sehr unterschiedlich. Großschwerter richten viel Schaden an, während du mit Schwert und Schild sehr schnell zuschlagen kannst. Das schwere Bogengewehr ist zwar unhandlich, seine Schüsse sind aber sehr mächtig. Entscheide dich für eine der Waffen und zieh mit ihr ins Feld. Du kannst auch den Trainingsbereich besuchen, nachdem du eine Waffe ausgerüstet hast, indem du mit dem Haushälter in deinem Raum sprichst. Dort kannst du beliebig lange mit deiner gewählten Waffe üben. Okay, wir spielen das Video mal ab. Okay, das wird ein Großschwert sein.
Okay. Rüstungssets bestehen aus 5 Teilen. Jedes Teil bietet einen gewissen Schutz sowie Ausrüstungsfertigkeiten, die dir die Jagd erleichtern. Du kannst die verschiedenen Rüstungsteile beliebig kombinieren, um die perfekte Mischung für deinen Spielstil zu finden. Mit L2, R2 kannst du dir die Fertigkeiten und Werte deiner Ausrüstung ansehen. Du kannst außerdem Ausrüstungssets speichern, um schnell zwischen deine Lieblingskombination zu wechseln. Okay. Ganz schön viel, was man hier beachten muss. Möchtest du das Tutorial verlassen? Ja. Okay, ich habe jetzt ein Jägermesser. Ah, und hier kann ich meine Ausrüstung ändern. Schmetterschwert, Eisenkatana, Jägermesser habe ich gerade aktuell ausgerüstet. Zwillingsdolche. Eisenhammer. Proto-Kommissionsaxt. Proto-Eisenaxt. Eisengewehrlanze. Eisenlanze. Dudelsack. Eisenklinge. Ja, ich sehe schon. Ich weiß nicht, wie es ja dann bleibt, weil die Angriffskraft ist schon enorm. Also ist schon einiges weniger wie jetzt bei anderen Waffen. Bogen. Komm, ich probiere mal. Eisen sieht aber eher aus wie ein Speer. Video abspielen. Eine leichte Waffe, die Luftsprünge und Kontrolle über Kinsekten ermöglicht. Okay. Kettenblitz. Mein Gott, die kann man schon. Ich weiß überhaupt nicht, was ich auswählen soll. Eisenkatana, Schmetterschwert. Eisenüberwurf. Eine Fernkampfwaffe, bei der Mobilität für mächtige Angriffe geopfert wird. Katana. Eine Nahkampfwaffe, die flüssige Kombos und Ausweichen ermöglicht. Eine besondere Unterstützungswaffe, die Jägern verschiedene Boni gewährt. Ach du Scheiße, na, das ist nichts für mich. Eine Waffe, die als Schwert Energie speichert und sie als Axt freisetzt. Diese Waffe ist eine Axt mit großer Reichweite sowie ein mächtiges Schwert. Eine offensive Nahkampfwaffe, mit der man Angriffe schnell herabprasseln lässt. Eine schwere Waffe, mit der man Monster aus nächster Nähe angreift und betäubt. Alles mir zu langsam. Komm, ich nehme jetzt einfach mal die hier. Die Eisenklinge. Ich probiere jetzt einfach mal. Was gibt's hier noch? Keine Slots. Ah, da ist der ganze Status. Komm, ich nehme die hier. Eisenklinge. Genau. So, was können wir hier noch machen? Ja, okay, das konnten wir ja zum Anfang schon wählen. Okay, dann müssen wir auch auf die Elemente dann achten. Okay, das lassen wir einfach mal so. Okay. Ich denke, wir haben unsere Waffe gefunden und werden es doch dann mal mit der probieren. Mietz, wie geht's dir? Geh zur Kantine, wenn du bereit bist. Ich werde dort mit einer Quest warten. Im Trainingsbereich kannst du dich mit deinen Waffen vertraut machen. Frag einfach den Haushälter. Jetzt ist der Haushälter. Anführer, ne? Ist der
Wo ist der Haushälter? Da ist der Haushälter. Haushälter. Ich weiß, es sieht aus wie schnell für neue Jäger zusammengeschustert, aber das stimmt nicht. Bei meiner Pfote. Hier ist alles, was der Miauster braucht. Du hast deine ganz eigene Ausrüstungstruhe für dich zum Verwalten und Wechseln deiner Sachen. Ich hoffe, es stört dich nicht, dich vor anderen umzuziehen. Du hast nämlich Mitbewohner, das hatte ich nicht gesagt. Nein. Hier hast du auch einen Bereich zur Verwaltung deines Palikos. Direkt neben deinem Bett. Praktisch, oder? Ach, eins noch. Wenn du Zugang zum Trainingsbereich brauchst, sag mir einfach Bescheid. Ich greife dir jederzeit unter die Pfoten. Ja, will ich doch hin. Ich helfe immer schnurstracks. Was braucht denn Miauster denn? Zum Trainingsbereich? Ja. Schauen wir doch mal, ob wir mit der Waffe ein bisschen umgehen können. Tutorial. Willkommen im Trainingsbereich. Schlage auf verschiedene Objekte in der Umgebung, um ein Gefühl für die Angriffe deiner Waffe zu bekommen. Willst du eine andere Waffe benutzen, tausche sie einfach in die Objekttruhe aus. Du kannst außerdem sämtliche Munitionstypen sowie Fiolen und Beschichtungen ausprobieren. Alle im Trainingsbereich eingesetzten Verbrauchsobjekte werden nicht aus deinem Inventar entfernt. Also probiere so viele aus, wie du möchtest. Alles klar. Nein. Schließen. Es. Nein. Weiter. Okay. Gehen wir die Grundlagen des Jagens durch. Erstens, halte deine Waffe bereit. Die Insektengläfe ist eine Nahkampfwaffe, die Kinsekten kontrollieren kann. Ach du Scheiße. Boah. Okay, das müssen Sie erst bemerken. Hä, was war das? Hä? Wie hab ich das gemacht? Das als Schleudermunition nutzen. Großartig, um die Aufmerksamkeit eines Monsters auf dich zu lenken oder abzulenken. Na, wie mache ich das? Ah, L2.
Ah, okay. Wenn du schlau bist, kannst du mit der Schleuder Monster ablenken. Ah, okay, die Waffe wieder schärfen. Grillspieß, Angelrute, Fangnetz, rohes Fleisch, Ration, Gegengift, Trank. Okay, Leute, ich würde... Warte mal, R3, was ist da? Ach so, da kann ich nah gegen Objekte anscheinend markieren, oder wie? Ah, okay. Okay. Okay, Leute, ich würde sagen, wir machen jetzt an der Stelle einen Cut und schauen natürlich in der nächsten Folge, wie es weitergeht. Bleibt auf jeden Fall dran, es ist sehr, sehr cool bis jetzt. Was uns im Spiel noch erwartet, ich weiß es nicht. Keine Ahnung, aber bis jetzt ist es eigentlich nicht schlecht, muss ich sagen. So, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao, ciao, euer Andi.